Metta-Meditation, auch zur Einstimmung ins Wochenende. Durchaus in 5 Schritten, wobei wir den Tonglen-Schritt im Grunde heute mal nicht üben, sondern mehr Wert auf die Metta-Praxis legen und hier den Zugang mit den Metta-Wunschsätzen üben und dazu noch eine Visualisation versuchen. Wir beginnen aber mit einer Rezitation oder einem achtsamen Lesen, könnten wir auch sagen, von diesen einleitenden Gedanken. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen, um wache Präsenz, Metta, Herzenswärme und Mitgefühl mit der Tonglen-Meditation zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und mitfühlender sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme und des Mitgefühls zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Wir bauen jetzt unsere Metta-Meditation durchaus allmählich auf, also schon in Schritten. Wir können uns auch entscheiden, ob es ein bestimmtes Motiv gibt, eher so etwas wie Metta für sich selber zu üben oder dabei an andere zu denken. Wir können uns auch Zeit nehmen, erst einmal etwas Selbstfürsorge zu pflegen und gegen Ende der Meditation an andere zu denken. Bereiten uns aber jetzt auch vor durch eine Phase der Achtsamkeitsmeditation. Und bringen die Achtsamkeit zum sitzenden Körper. Schauen erstmal nach, wie der Körper sich heute Morgen zeigt. Die Achtsamkeit ist schon so eine Art innere Neugier auch. Sie schaut nach, sie fragt, sie will wahrnehmen. Zunächst den Körper. Manche leiten es so an, dass sie sagen, begrüße den Körper und auch alles Weitere. Die Achtsamkeit ist freundlich, sie ist auch gastfreundlich. Betrachtet die verschiedenen Aspekte unseres Erlebens als ja, geradezu Gäste in unserem Sein.
Und selbst wenn unser Körper einige Beschwerden aufweist, wir sitzen hier, wir haben die Kraft, die Fähigkeit, uns in eine Meditationshaltung zu versetzen. Und das ist schon Grund genug, den Körper freundlich zu begrüßen. Wenn unsere Übung auf eine Metta-Meditation hinausläuft, dann dürfen wir auch schon bei Achtsamkeit auf den Körper, die Atmung und so weiter schauen, ob wir eine innere Atmosphäre von Freundlichkeit und Güte in uns wecken können. Mir scheint so etwas wie höfliche Neugier dann geboten zu sein, so wie ein wertschätzendes, in dem Sinn höfliches Nachfragen, Nachschauen. Körper, wie geht's dir? Wie sitzt du? Brauchst du noch was? Wie steht es um die Erdung nach unten? Fühlst du dich gut gegründet? Erlaubst du dir, verwurzelt zu sein? Wie fühlt sich die Kraft an, so aufrichtig aufgerichtet zu sitzen? Der ganze Oberkörper darf sich mit Achtsamkeit füllen, also mit Wahrnehmung, mit Interesse, den Körper zu spüren, zu halten, eine Mitte zu finden, sich zu weiten, Raum zu schaffen für die Atmung. Eine Balance zu finden zwischen allen Seiten. Die Aufrichtung des Körpers, die darf irgendwie sich stimmig anfühlen, nicht zu schlaff und auch nicht zu überdehnt oder so, dass es anstrengend wird. Durchaus so, dass die Haltung gelöst und leicht sich anfühlt. Kommt es oft auch die Schultern an und die Art, wie wir die Arme und Hände ablegen. Schauen wir auch, dass der Kopf seine Mitte findet. Seinen Platz überhaupt auf dem Hals, Nacken.
durchaus gerade nach vorne ausgerichtet, nicht zu einer Seite geneigt und dennoch nicht starr. Und in diesem vielleicht etwas geweiteten, jetzt sehr aufgerichtet und zugleich gelöstem Körper bewegt sich die Atmung ganz von selbst auf eine sehr geschmeidige Art. Lassen wir die Achtsamkeit sich mit der Atmung bewegen. Nehmen wahr, wo wir die Atmung überall spüren können. Vielleicht spielen wir ein bisschen mit der Atmung, der Atemvorstellung, dass sie sich auch ausbreitet in alle Winkel und Bereiche des Körpers. Jetzt würden wir in die Füße, in die Hände, in den Rücken, überall hin hinein und auch wieder herausatmen. Es wäre die Atmung sozusagen das Transportmittel für die Achtsamkeit. Und die Achtsamkeit und die Atmung in dem Sinn ist freundlich, neugierig. Höflich.
Und wir können auch noch unsere aktuelle Gemütsverfassung betrachten, wie sie heute Morgen ist. Jetzt sind wir ja schon etwas präsenter und verbundener mit unserem direkten Erleben. Und da werden wir auch bemerken, was gerade in uns, im Geist, in den Gefühlen, in den Gedanken geschieht. Und vielleicht können wir diesen Ist-Zustand unseres Gemüts, unseres Innenlebens mit einer entsprechenden Freundlichkeit, Neugier, Höflichkeit betrachten, wie wir das eben schon mit dem Körper und der Atmung getan haben. Egal was es sein mag, schlechte Laune, gute Laune, Kummer und Sorgen, freudige Erwartung. Hoffnung und Furcht. Wenn wir so Achtsamkeit kultivieren, können wir diese, was auch immer wir betrachten, beiseite stellen. Dem, was uns ausmacht und dann vielleicht auch dem, was wir in Bezug auf andere wahrnehmen oder bemerken können. Die Achtsamkeit möchte nur mit dem sein, was da ist. Sie weiß, es gibt Angenehmes und Unangenehmes. Sie möchte Raum schaffen. Mit dem sein, was da ist. Und vielleicht will sie auch lieben. Achtsamkeit möchte lieben. Und wenn es nötig ist, auch mitfühlen. Mit unerwünschtem, schlimmem, schmerzhaftem. Wenn es geht, möchte sich die Achtsamkeit dabei nicht verlieren. Aber falls das nicht möglich ist und im Kontakt mit Schwierigem wir die Fassung verlieren, dann ist die Achtsamkeit eine Praxis, die wir jederzeit wieder neu aufbauen können. Ja, die Mitte der Sitzung. Wir könnten uns mal lockern bei Bedarf und dann kommen wir zur Metta-Praxis.
Lesen wir erst einmal diese Version der Metasätze mit jeweils einem kurzen Vorgedanken. Und nach jedem Satz, im Grunde jeder Passage, verweilen wir ein paar Momente, vielleicht etwa 5 Atemzüge ungefähr, in Stille und lassen dann den jeweiligen Metta-Wunsch in uns nachwirken oder schauen überhaupt erstmal, ob er unser Wunsch werden kann. Wissend, wie sich die Abwesenheit eines Glücksgefühls anfühlt und wie viele Lebewesen unglücklich und unzufrieden sind, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen glücklich und zufrieden sein. Und erkennend, wie es ist, ohne Frieden und einen Sinn von Geborgenheit leben zu müssen, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen in Frieden und Geborgenheit leben. Und im Bewusstsein, wie viele Krankheiten und schmerzhafte Zustände es gibt, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen frei sein von Krankheiten und Schmerzen. Und wenn erkrankt, mögen ich und alle Wesen mit Krankheiten und Schmerzen gut umgehen können und die bestmögliche Hilfe und Heilung finden.
und begreifend, wie groß die Furcht ist und wie weit verbreitet es ist, dass man nicht mehr mit Gelassenheit leben kann, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen frei sein von Furcht und mit heiterer Gelassenheit durch das Leben gehen. Und vielleicht hat sich beim Hören, Lesen oder auch beim Meditieren mit diesen vier Sätzen schon ein weiterer Herzenswunsch in uns gebildet. Vielleicht würden wir einen dieser Sätze etwas anders sagen wollen oder wir spüren, da gäbe es noch etwas, was wir aus Liebe uns und oder anderen zutiefst wünschen würden. Vielleicht fragen wir nach innen, was würde mein Metta-Herz aus Liebe sagen? Was wäre mein ganz persönlicher Herzenswunsch, beziehungsweise der Wunsch meines Herzens? Trauen wir uns ruhig, unseren Herzenswunsch zu artikulieren. Vielleicht kommt er uns etwas albern vor oder ich betont. Vielleicht können wir die Ich-Betonung sogar etwas rauslassen und dann ist der Wunsch immer noch da. Vielleicht kommen wir da jetzt in diesen nonverbalen Bereich, wo wir merken, da reichen die Worte nicht wirklich hin. Und das wäre dann ein Moment in der Meditation, wo wir merken, jetzt würde eine nicht die Wörter, nicht die Gedanken betonende Visualisation mehr Sinn machen. Vielleicht kommen dann später wieder Wunschgedanken dazu. Weil das Ich redet immer viel in Wörtern und Gedanken. Und Visualisationen tun das nicht, können das gar nicht.
Das kann man visualisieren. Wir sind vielleicht mit einem Motiv vertraut und üben es gelegentlich oder des Öfteren. Ein Symbol, eine Wesenheit, eine Gestalt, die die Qualität von Metta, von Liebe, von Mitgefühl, von Bodhicitta ausdrückt. Etwas, was leuchtet, Wärme ausstrahlt, wo wir denken oder wissen, so viel Denken darf sein, dass sie die Essenz von Herzensgüte in sich trägt. Und das geht vermutlich am besten mit der Vorstellung der Ausstrahlung von Wärme, von Helligkeit, Licht, vielleicht in einer bestimmten Färbung, Tönung. Dann können wir eine solche Instanz vor uns im Raum sehen, sodass sie zu uns herüberstrahlt oder auch zu anderen hin. Oder auch, wenn wir uns das zutrauen, vielleicht sind wir es ja gewohnt, im eigenen Körperinnenraum auf Herzenshöhe. Und von diesem Wesen, von diesem Symbol, dieser Instanz strahlt eben jetzt die Qualität von Metta aus. Als Wärme, als Licht, als eine bestimmte Farbtönung oder sogar in mehreren Farben. Und sie strahlt und wirkt dorthin, wo wir sie hinwünschen. Sei es in den eigenen Innenraum, Körper, Geist, sei es zu anderen hin, vielleicht erst sich selbst versorgend, sodass wir den Eindruck haben, wir sind auch gesättigt und angefüllt davon, und dann geben wir weiter. Strahlen aus, was über unseren Bedarf hinausgeht. Und merken vielleicht sogar, dass das dann erst recht die Liebe entfaltet, wenn wir sie nicht nur für uns behalten würden. Vielleicht berühren wir so mehr als mit Worten die Essenz von Metta. Oder sie zeigt sich uns eben wortlos, fast gedankenlos, nur als Qualität, als Wärme, als Licht. Das sich durch den Raum
bewegt, ausstrahlt. Dass wir fast demütig staunen können vor der Wirklichkeit von Metta in uns oder in der Welt. Wie viel Liebe da ist. Da sein kann, da sein könnte. Wie sehr sich alle wünschen zu lieben und wie viel dem im Weg steht. Und dennoch Metta, wie die Lebensenergie zu sein scheint, die alles durchdringt und belebt. Vielleicht kehrt jetzt nochmal die Fähigkeit, einen Wunsch zu artikulieren, zurück. Und wir verbinden diese Visualisation mit einem Metta-Wunsch für uns, für andere, für die Welt. Oder nehmen den Metta-Wunsch wahr, der aus der Welt wie ein Echo heraus tönt, aus allen Richtungen. Ja, wir sind sozusagen am Höhepunkt unserer Meditation angelangt und da endet sie dann auch bald. Schauen wir mal, wie es uns jetzt gerade an diesem Punkt der Praxis geht. Kehren wieder etwas zur Körperachtsamkeit, zur Selbstwahrnehmung zurück, Atmung. Erden uns, falls wir ein bisschen entrückt oder verzückt waren. Lösen auch alles auf, was uns eben im Geist erschienen ist, was wir gedacht, gewünscht, visualisiert haben. Lösen uns auch von den Anleitungen hier. Nein, ein, zwei Minuten nachsitzen heute, damit die Sitzung zu einem guten Abschluss kommen kann. Ja, und wir lesen noch etwas zum Schluss. Nehmen wir uns vielleicht noch die Zeit, die vier unermesslichen Geisteshaltungen zu hören, zu lesen, die Brahma-Vihara als Wunschgedanken,
die machen jetzt vielleicht auch Sinn als sehr essentielle Herzenswünsche. Mögen alle Wesen glücklich sein und die Bedingungen für Glück finden. Mögen alle Wesen frei sein von Leiden und allen Bedingungen des Leidens. Mögen alle Wesen die große Freude frei von Leiden erfahren. Mögen alle Wesen in Gleichmut, ohne Anhaftung und Abneigung verankert sein. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, wacher Präsenz, Herzenswärme und Mitgefühl, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.